Allah subhanahu wa ta'ala hat also die Engel erschaffen. Er hat sie erschaffen und ihnen bestimmte Aufgaben gegeben. Einige von ihnen verwalten das Universum. Andere sind zuständig für die Sonne, für den Mond, für die Berge, die Meere und die Wolken. Einige Malaika wachen über Jahannam, andere wiederum über Jannah. Jeder Mensch hat an seiner Seite Engel, die ihn jeden Tag rund um die Uhr begleiten. Es gibt einen Engel zur Rechten, dieser schreibt die guten Taten auf. Und der Engel zur Linken, die schlechten. Allah nennt sie im Koran Kiramen Katibin, auch bekannt unter den Namen Raqib und Atid. Sind wir uns darüber bewusst, dass wir beobachtet werden? Dass wir Begleiter haben, die alles aufschreiben? Ihnen entgeht nichts. Es ist nicht wie eine Kamera, die mal ausfällt und kaputt geht. Nein, es sind Malaika, die sich Allah subhanahu wa ta'ala nicht widersetzen, sondern ununterbrochen das tun, wofür sie erschaffen wurden. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Und über euch sind wahrlich Hüter, edle Schreibende, die wissen, was ihr tut. Allah subhanahu wa ta'ala hat auch einen Wächter für das Paradies bestimmt. Sein Name ist Ridwan. Er wird uns begrüßen, sobald wir das Paradies betreten. Der größte Schrecken wird sie nicht betrüben. Und die Engel werden ihnen entgegenkommen. Das ist euer Tag, der euch versprochen wurde. Einen anderen Engel, den Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, ist ein Engel, der den Thron Allahs trägt. Die Entfernung von seinen Ohrläppchen bis zur Spitze seiner Schulter hat eine Entfernung von einer 700-jährigen Reise. Die, die den Thron tragen und die, die ihn umringen, preisen das Lob ihres Herrn und glauben an ihn und erbitten Vergebung für jene, die gläubig sind. Wie klein wir Menschen im Vergleich zu den Engeln sind. Mikael a.s. gehört ebenso zu den gewaltigen Engeln Allahs. Er wird im Koran namentlich erwähnt. Wer auch immer zum Feind wurde gegen Allah und seine Engel und seine Gesandten und Jibril und Mikael, so ist wahrlich Allah den Ungläubigen ein Feind. Er ist einer der Engel, der verantwortlich für den Regen ist, das Wehen der Winde, das Ordnen der Jahreszeiten und für die Versorgung der Menschen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte Jibril alaihi salam, warum sehe ich Mikael nie lachen? Er antwortete, seitdem das Feuer erschaffen wurde, hat Mikael nicht mehr gelacht. Sie wird von 19 überwacht. Und wir haben einzig und allein Engel zu Hütern des Feuers gemacht. وَنَادَوْ يَا مَالِكَ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Und sie werden rufen, O Malik, lass deinen Herrn ein Ende mit uns machen. Er wird sprechen, ihr müsst bleiben. Neben Malik werden also 19 weitere Engel die Hölle bewachen. Die Kuffar der Quraysh haben sich über die 19 Engel der Hölle lustig gemacht. Sie sagten, wir sind mehr als 19, wir werden sie überwältigen. Dabei haben sie vergessen, was für gewaltige Engel das sein werden. Jahannam ist kein Spaß. Jahannam ist kein Feuer, das wir aus dieser Dunya kennen. Jahannam ist keine Hitze, welche du von deinem Ofen zu Hause kennst. Kennt ihr jemanden, der Steine als Brennstoff nimmt? Nein, aber Allah subhanahu wa ta'ala kann es. Eines der Brennstoffe von Jahannam sind Steine. Wie heiß muss dieses Feuer sein, dass es sogar Steine zum Schmelzen bringt? Die Höllenbewohner werden sich wünschen zu sterben, nicht mehr zu leben. Aber nein. Sie werden die Strafe kosten und das für alle Ewigkeit. Doch der wohl mächtigste aller Engel ist zweifelsohne Jibril a.s. Er ist das erste Wesen, dem Allah azza wa jal Leben gab.